Dieses Handyvideo aus einem Bus in Nordindien wird gerade viel in sozialen Netzwerken geteilt. Zu sehen sind zwei Frauen, die sich gegen mehrere Männer zur Wehr setzen, die sie zuvor sexuell belästigt haben sollen. Die beiden 19 und 22 Jahre alten Schwestern gaben an, dass sie bereits vor dem Einsteigen verbal und körperlich von den Männern angegangen worden seien. Von den übrigen Fahrgästen sei ihnen niemand zur Hilfe gekommen. Die Polizei im nordindischen Bundesstaat Haryana hat die drei Männer inzwischen verhaftet. Ihnen droht eine Anklage wegen Körperverletzung und sexueller Belästigung. Auch gegen den Busfahrer und einen Kontrolleur wird wegen unterlassener Hilfeleistung ermittelt. Sie wurden vom Dienst suspendiert. Politiker der Regierungspartei BJP kündigten an, den wehrhaften Schwestern einen Orden zu verleihen. Jedes Mädchen sollte so tapfer sein wie die beiden. Beide werden 31.000 Rupien bekommen und die Regierung wird den Fall untersuchen. 400 Euro Schmerzensgeld und eine prompte Verhaftung für einen mutmaßlichen Fall sexueller Belästigung. Eine Ausnahme, die wohl durch das im Netz kursierende Video zu erklären ist. Denn Frauenrechtler beklagen schon lange, dass in Fällen von sexueller Gewalt in Indien in den allermeisten Fällen eher lax ermittelt wird.